Im Festzelt in Günhofen ist die Stimmung einmal nicht so ausgelassen wie sonst. Denn die Schützen feiern hier noch ihren großen Festgottesdienst, bevor gleich der nächste Programmpunkt ansteht, die Klompenparade. Träume lassen dich wieder hoffen. Lass dir deine Träume nicht nehmen. Für die St. Matthias Schützenbruderschaft sind der Glaube und das Schützenfest noch sehr eng verbunden. Wir hatten jetzt die besondere Situation, da unsere Kirche ja umgewidmet worden ist, eine Grabeskirche. War zuerst die Diskussion, ob wir die Messe nicht nur im Zelt machen, aber unser Präses Pfarrer Josefs hat da also keine Bedenken. Gestern hatten wir die Messe in der Kirche. Nun wird es aber langsam Zeit für den Umzug. Schützenkönig Roman Ugne macht sich bereit, um die Parade abzunehmen. Doch vorher muss der Generalfeldmarschall noch die Gruppen inspizieren. Besonders an dem Schützenfest ist halt, dass anhand der Gemeinde hier kommt ein sehr familiäres Gefühl rüber. Bin jetzt seit 3 Jahren hier in der Bruderschaft und muss sagen, dass ich mich vom ersten Tag an hier super wohlgefühlt habe. Es ist halt, das ganze Wohlempfinden hier ist halt einfach toll, so im Zelt. Ein paar Querulanten, die sich im Vorfeld schlecht benommen haben, müssen noch ein paar Strafrunden laufen. Das geht ja noch. Besser als zur Strafe die Nationalhymne singen zu müssen. Bruderschaft! Stillgestanden! Links! Um! Nee. Rechts rum! Rechts rum! Sind auch in Günhofen mehr als nur ein Accessoire. Das fest zurechtgemachte weibliche Geschlecht hat heute in der Honschaft definitiv das Sagen. In Günhofen wird generationenübergreifend gefeiert. Ein Schützenfest für die ganze Familie sozusagen. Wir arbeiten immer zusammen. Die Frauen sind gern gesehen, genauso gut wie die Kinder. Das sieht man ja, wir haben extrem viele Nachwuchs in der Bruderschaft. Fängt bei den ganz Kleinen an, die schon ab 3 Jahre schon mitgehen bei uns. Morgen Abend geht das Schützenfest zu Ende, ganz stilecht, mit großem Zapfenstreich.